Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 578. Eichhorn-Wanderung am Mittwoch, dem 20. Oktober 2021. Sie sehen, ich bin nicht am Eichhorn, sondern ich stehe im Stadtpark in Wien. Ja, und nach so viel Beethoven und mit so viel Beethoven-Eindrücken muss dann natürlich wieder mal Johann Strauss in den Mittelpunkt des Bildes gerückt werden. Ja, es ist ein wunderschöner, goldener Herbsttag. Die Menschen liegen in großer Zahl am Rasen, sitzen hier in der Nachmittagssonne, trinken auch Kaffee, das kann man hier auch mitnehmen. Und wir werden uns heute nach viel Beethoven am Vormittag noch sehr mit Strauss beschäftigen, nämlich mit dem Walzer bei uns zu Hause. Ganz in der Nähe von dem Walzer, wo die Zitronenblüten entstanden, ist bei uns zu Hause ein unglaubliches Amalgam von alpiner Volksmusik und der Volksmusik des Donauraums. Und Strauss hat dem Österreichischen ein fantastisches Denkmal gesetzt. Ja. Nächsten Dienstag werden wir ihn musizieren mit dem Wiener Johann Strauss Orchester beim Nationalfeiertagskonzert im Wiener Musikverein oder auch am Abend desselben Tages, 26. Oktober abends in Graz im Stephaninsaal. Heute Abend findet er im Dirigierunterricht in der Wiener Musikuniversität statt. Bei uns, zu Hause, von Johann Strauss.